So Leute, da bin ich wieder und ich habe mir mal eine neue Maus und eine neue Tastatur zugelegt. Also, und wir spielen jetzt weiter mit Wings of Liberty. Gestern sind, glaube ich, wie ihr gesehen habt, keine neuen Videos hochgeladen worden, weil ich gestern keine Zeit hatte und im Moment, wie ihr seht, nehme ja ich nur auf. Also, Jan noch nicht. Er wird es aber irgendwann auch noch schaffen, weil er hat im Moment ein Problem. Jetzt, da das Artefakt sichergestellt ist, müssen Sie an der Backwater Station auf den Abtransport warten, bevor Sie Massara verlassen können. Transporter sind bereits auf dem Weg. Vorsicht ist angeraten. Sicherheitskräfte der Liga könnten das Artefakt bis zur Station verfolgen. Oder es könnten die Zirk verfolgt machen. Man weiß es ja nicht. Hilfe ist unterwegs. Wir müssen hier nur noch eine Weile aushalten. Hört sich nicht allzu schwer an. Ich würde sagen, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Commander, es wird eine große Ansammlung von Zerg-Biosignaturen bei der verlassenen Grabungsstätte angezeigt. Ich hätte es wissen müssen. Zum Teufel, Tykers! Ich schwör's, Mann, ich wusste nichts von irgendwelchen Zerg. Vorausgesetzt, die Zerg behalten ihren derzeitigen Kurs bei, werden sie diesen Ort innerhalb der nächsten Stunde einnehmen. Verdammt. Wir müssen durchhalten, bis wir abgeholt werden. Wenn wir die Bunker bemannen und diese beiden Brücken so lang wie möglich halten, haben wir vielleicht eine Chance. Das wird kein Kinderspiel. Ich war schon in einer Menge brenzliger Situationen. Aber noch nie gegen die Zerg. Jo. Soweit ich weiß, muss man es hier auf normal schaffen, kein einziges Gebäude zu verlieren oder wieder zu verwerten. Also einen Bunker kann man ja wieder verwerten. Dann kriegt man ein bisschen seine Mineralien zurück. Zwar nicht volle Mineralien, aber ein bisschen. Das bringt es auch manchmal, wenn man den Bunker an die falsche Stelle platziert hat. Aber das werden wir hier ja wohl versuchen, nicht zu machen, oder wir machen es nicht. Ganz einfach. Ja. Dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Was wichtiert? Schlechte Neuigkeiten? Die machen alles, wie sie wollen. Bereit machen, Jungs! Abmarsch bereit! Da oben brauchen wir gerade keine Leute. Was ich weiß, dass hier Flieger einsatzbereit. Da brauche ich auch ein paar mehr Abwehrgeschütze. Zwei Kaserne. Das reicht mir natürlich nicht. Ja. EBS bereit. BBF einsatzbereit. So, in 19 Minuten werden wir ja schon abgeholt. Das ist sehr schön, dauert ja nicht mehr so lange. Nur 19 Minuten. Aber so lange haben wir ja Zeit. BBF bereit. Ja, dann sollten wir jetzt mal angreifen, ne? Das wird doch langweilig. Ah, toll. Die sind aber stark. Die haben ja echt viel. Da kommen sie! Durchladen und entsichern! Fertiggestellt. Ja, mal richtig hart muss man ihn schon lassen. Voll die Profis. Ist ja nicht mein Jahr. Schickt ein paar BBFs, um die Bunker zu reparieren. Also ich passend gemacht. Ich bin schon unterwegs. Das
steht auch schon einer. Warum steht ich da nicht? Darf sonst noch was sein? Da steht, glaube ich, auch einer. An alle, die das hier hören können, wir sind an der Backwater Station eingeschlossen. Bitte helft uns. Ja, das werden wir natürlich auch noch aufbauen. Jawohl! Und jetzt erstmal ein paar Flugzeugabwehrgeschütze. Was habt ihr eigentlich? Habt ihr einen Arzt? Nee, habt ihr natürlich nicht, war immer klar. Aber das bräuchte ich. Ja, ein Arzt wäre gar nicht mal so schlecht hier. Ich habe schon mal auf normal ein bisschen gespielt, weiß ich auch gar nicht mehr. Da habe ich ein verdammtes Flugzeugabwehrgeschütz verloren. Das werde ich diesmal nicht zulassen. Das werde ich diesmal ganz normal nicht zulassen. Mehrere feindliche Flugeinheiten gesichtet. Ankunftszeit, verdammt nochmal, jetzt! Aus der Bahn! Echt jetzt ohne mich erwartet. Ja, ja. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Muss ich bloß sagen. Und Flugeinheiten. Ah, zwei Motorisierungen. Respekt. Voll vertan, es waren sogar drei. Sogar satte drei. Ich kann aber noch nie was tun. Das ist jetzt scheiße. Darf sonst noch was sein? Ist ja nicht mein Geld. Verstanden? Ja. Das ist nicht mein GBF. Jupp. Jo. Kapiert. Okay, den GBF habe ich außerdem verschwendet. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Aber das ist jetzt nicht. Wir sind eingekesselt von den Zerg. Sie haben sich um uns herum eingegraben. Wenn jemand in der Nähe ist, bitte helft uns. Da, ah, die haben einen Arzt. Ich finde das immer lustig, was die unter eingekesselt verstehen. Es sind dann 10, 5 Zerg um die drumherum. Benötige weitere Depots. Naja, um sonst einen zu kriegen, ist ja trotzdem gut. Ich wünsche, dass du aus eurem Ranglistenspiel das irgendwo was um Leute besteht. Kommt eine größere, naja, größere. Da habe ich sogar einen Mann gekostet. Benötige weitere Depots. Wir brauchen weitere Depots. Benötige weitere Depots. Was denn sonst? Was denn sonst? Nur Depots.
Mensch. BBF bereit. Ja. Abmarsch bereit. Da haben wir noch einen. Warten. Aber wir sorgen mal schon in den Depots. Bisschen Vorsorge. Los, los, los! Depotschaden, nee. Also, ich werde gleich, wie ihr schon gesehen habt bestimmt, oder gelesen habt, mit Chan noch, also und vielleicht auch Marcel, nein, nicht vielleicht, eigentlich mit Marcel, ein Let's Play von, ja, wie hieß es denn? Ah ja, vor allem nicht passt, wird passend gemacht. Hatte grad. Hab's grad vergessen, wie es hieß. Aber das kann ja eben auch passieren, davon geht die Welt auch nicht unter. Wo haben die hier einen Bunker platziert? Da und dann noch einen. Da. Ich bin schon unterwegs. So, wir retten mal erstmal die da hinten. Wenn noch ein paar Marines mehr, dann retten wir direkt den Mann. Also, immer Mann mit der Ruhe. Worauf soll ich ballern, Sir? Da rein. Geht drauf. Seht hier. Ah, und wir machen. Was ist hier? Ihr könnt hier etwas Hilfe gebrauchen. Losgeladen und entsichert! Schaut doch einfach! Geht klar! Verstanden! Gut, das hat bis jetzt den Angriff überlebt alles. Auch gar nicht so schlecht. Vier ein paar mehr zu. Und nicht hier? Hier kommt dieser Fenster! Dranbleiben, Jungs! Unser Taxi ist auf dem Weg! Abmarsch bereit! Ja, das Taxi finde ich gar nicht mehr. Roger! Bingo! Vier. Ich kümmere mich drum. Immer mit der Ruhe. Wah, Eigenerschreck! Das da hinten. Ja, ja. Ganz kaum überprüfbar. Das Mädchen. Alles reparieren. Kick immer daneben. Bingo. Wir brauchen sofort Unterstützung. Feindliche Einheiten überall um uns herum. Hört uns jemand? Ah, jetzt sind schon alle drei Rebellen. Basis da. Was wichtig hat? Ich hab noch nicht mal von mir aus. Ganz kaum was jetzt machen. Aus der Bahn. Ich finde das gut, sie reparieren die automatisch. Jetzt geht's rund! Ich glaube, es war in der Kampagne. Sie sind der Boss! Was wird gemacht? War das alles? Durchgeladen und entsichert! Manchmal sind sie zerren. Nur zu. Aha. Ich bin schon unterwegs. Machen wir das immer ein bisschen.
Oder nee, wir machen gar nichts. Sind ja nur mal kurz. Kommt noch was? Nur mal kurz. Ganz kaum noch erwartet. Auf dem Klang. Warum nicht? Geht klar. Hier komm ich! Man kann ich auch. Bleib! Ei, ei, Sir! Laterne. Roger! Jawohl! Das Auto? Nee, komm. Wird gemacht! Das Haus? Los geht's! Doch, meine Art und seht hier! Ah, ist ja anders. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich dachte, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Oh Mann, jetzt flame ich. Hier komm ich! Ich hätte helfen sollen. Geht klar! War ja so klug von mir. Feuer frei! Hätte ich doch vielleicht ein bisschen früher auslösen müssen. In Ordnung! Was? Ich weiß ja gar nicht, dass die auslösen. Roger! Immer mit der Ruhe! Container? Jawohl! Sicher! Positiv! Das geht's auf! Aber die waren nicht eingeräumt, die hatten grad. Warum nicht? Räum mich aber schon drauf! Aber ich sag, das war eigentlich echt viel Musik. Hey, hallo, das hätten die Leute doch mal alleine. Selbstverständlich! Die Kavallerie ist da! Bereit machen, ja, Jungs! Das kann man so jetzt nicht sagen. Geht drauf! Ich muss da sagen, aber... Fail! Kommt noch was? Soll. Durchgeladen und entsichert. Ich kümmere mich drum. Da hatte ich aus Versehen meinen Arm auf der Leertaste. Tut mir leid. In Ordnung. Sicher. Das war jetzt ungeschickt von mir. Jawohl. Was liegt an? Ja, verstanden. Hier kann ich nicht bauen. Ja. Basis wird angegriffen. Schafft es nicht gegen so einen großen Zug. Abmarsch bereit! Nur noch ein bisschen länger durchhalten. Wir sind bald hier raus. Noch 5 Minuten, dann haben wir es geschafft. Was nicht passt, wird passend gemacht. Der muss gleich mal hier hinten reparieren. Yep. Ja. Das kann doch erwarten. Wie schmeckt euch das? Das wird gemacht! Nehmen wir mit der Ruhe! Das wäre jetzt auch ärgerlich, wenn ich mich im letzten Mal was verlieren würde. Nee. Zu. Ist ja nicht mein Geld. So, Bunker, die reparieren. Dann soll... Oh, da kommt noch was.
stellen wir mal die Armee. Bereit machen, Jungs! Das Armeechen hier auf. Selbstverständlich! Ja, so ist das. So ist das. Gewinnen wir gegen Zerg. Ah, es war jetzt nicht schwer. Naja. Yep. Warum steht da gesperrt? Das ist so. Darf sonst noch was sein? So, ich passe, was habt ihr gemacht? Nicht da. So, ich bin schon unterwegs. Das war schon. Stirbt auch alles. So gut Commander, Matt Horner hier. Durchhalten. Die Kavallerie ist auf dem Weg. Nur keine Eile, Matt. Lass dir ruhig Zeit. Ja, lass dir ruhig Zeit. Sie hat ihn zerfetzt. Repariert. Und da haben wir es doch glatt geschafft. Mal Schrift orange. Mal Schrift blau. Das ist wieder so schlicht. Kavallerie ist hier. Ist da unten noch jemand am Leben? Gut, dich zu sehen, Matt. Willkommen auf unserer kleinen Party. Ich bin froh, dass wir es noch rechtzeitig geschafft haben, Sir. Na, dann holen wir euch Jungs mal hier raus. Oh, das ist doch so. Ja, da hatte ich doch glatt recht. Oh, wir haben sogar 20 Minuten 8 Sekunden gebraucht. Jetzt kommt noch ein kleiner Film, glaube ich. Ja, kommt eigentlich noch ein Film. Ja, kommt noch ein Film. Noch ein Film. Kolonie Marsara. Und los. Jimmy, du steckst voller Überraschungen. Das war ziemlich knapp, Matt. Hab sie noch nie im Stich gelassen, Sir. Schon gut. Jetzt bring uns endlich hier raus. Alle Geschütze nach vorne ausrichten. Voller Schub auf die Triebwerke. Bereit machen für Warpsprung auf mein Kommando. Jetzt! Was zur Hölle war das? Jahrelang.
Lang war an den Zerg verschwunden. Warum greifen Sie jetzt Masara an? Und nicht nur Masara. Sehen Sie sich das an. Tod und Verwüstung auf allen Grenzwegen erlitten hohe Verluste. Die Zahl der Opfer geht in die Milliarden. Vor wenigen Minuten griffen die Zerg ein Militärforschungszentrum der Liga an. Ich will verdammt sein. Neue explosive Bilder belegen, dass die Königin der Klingen in der Tat den Schwarm anfühlt. Wir wussten, sie taucht wieder auf. Aber was hat sie vor? Sie will es zu Ende bringen. Das war eine spannende Geschichte. Niemand weiß, was die Zerg uns dieses Mal entgegensetzen werden. Sir, wir müssen sicher gehen, dass unsere Ausrüstung und unser Munitionsvorrat der Herausforderung gewachsen sind. Absolut. Ich schau mal bei Swan im Arsenal vorbei. Wie ich ihn kenne, hat er schon ein paar Upgrades für uns. Ich frage nicht gerne, Sir. Aber gibt es einen Grund, weshalb sich dieser Sträfling noch immer auf meiner Brücke befindet? Hey, immer mit der Ruhe, Matt. Tychus ist einer meiner ältesten Freunde. Er hat mir vor ein paar Jahren aus einer echt brenzligen Situation geholfen. Ich schulde ihm was. Nun ja, dein Freund hat eine Vorstrafenliste so lang wie... Meine? Glaub mir, wenn Tychus Findlay mich tot sehen wollte, dann wäre ich es schon längst. Verstanden, Sir. So, das war doch mal 8 hier. Und, naja, guck mal noch mal im Arsenal beim Swan vorbei. Seht mal her, unser glorreicher Anführer ist zurückgekehrt. Was liegt an, Cowboy? Was gibt es Neues, Swan? Das Übliche. Ich schraube an neuem Spielzeug für unsere Truppen. Du verpasst unsere Ausrüstung den letzten Schliff, was? Oh ja, hier auf der Konsole kannst du Upgrades hinzufügen. Aber so eine Armee auszurüsten ist nicht ganz billig. Diesmal hast du doch bestimmt Credits mitgebracht, oder? Ich weiß, wir waren in letzter Zeit knapp bei Kasse. Aber dieses Artefakt, das wir auf Marsara aufgelesen haben, wird uns ordentlich was einbringen. Das habe ich vorher schon mal gehört, Kumpel. Diesmal ist es was anderes. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Na, da war der schon gehört. Ich mache immer noch nach Upgrades. Was ist das hier? Oh, das ist doch mal gar nicht mehr so schlecht. Ich finde das gar nicht mehr so schlecht. So, und das war's auch schon mit dem dritten Let's Play StarCraft 2. Wings of Liberty Kampagne. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.